Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes and Generals. So, und wie ihr seht, wieder was Neues. Wir haben nämlich ein schönes Auto bekommen, das wir hier endlich benutzen können. Und ja, das ist meins, endlich. Ich habe mein eigenes Auto. Ich will jetzt richtig schön nach vorne preschen. Das ist auch angenehm schnell, muss ich sagen. Und naja, ich habe es übrigens auch schon ein bisschen gespielt. Deswegen haben wir auch eine kleine Munitionskiste immer mit dabei, mit der wir so ein bisschen immer die Munition nachstocken können. Ei. So. Natürlich haben andere Spieler schon mehr als ich. Aber naja, man kann auch nicht alles haben. Da hinten sind Gegner. Ich hoffe jetzt nur, dass hier niemand mit dem Panzer lang rennt. Was hätte ich jetzt am liebsten? Ein Scharfschützenrohr. So funktioniert. Ist niemand, ne? Wurde hier gerade geschossen? Nee. Ja, doch. Ja, ich weiß es gerade nicht. So, dann. Und. Nee. Gehen wir meine Munitionskiste benutzen. Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch meine eigene Kiste benutzen. So. Halt, stopp. Gegner. Oben. Junge, habe ich mich gerade erschreckt. Keinen Schaden angerichtet. So. Was von wo? Ach so, von dort. Ja, okay. Ich sollte auch eventuell mal in diese gewissen kleinen Gebiete schauen. Wenn man nicht unbedingt immer hinkommt, aber okay. Und mir kommt es gerade so vor, als würden wir hier ziemlich hart auseinandergenommen werden. Sausen wir mal dorthin. Sind ja hiermit wenigstens etwas schneller unterwegs. So, ich muss ganz ehrlich gestehen, mir gefällt der Wagen sehr, sehr, sehr gut. Da war ein Gegner. Komm, die räuchern wir da oben aus. So, nice. So macht man das. Wird oben rausgekommen. Die nehmen wir uns mal an. Hier doch schon. Ich bin auch blind hier. Okay, weißt du was? Wir gehen jetzt mal zu Fuß. Weil wir gehen jetzt mal zum anderen Punkt. So, Punkt 2. Das gefällt mir nämlich nicht, dass der Punkt 2 da so, ich sag mal, uneingenommen. Also doch, es ist eigentlich ganz gut eingenommen, aber ich will jetzt nicht sagen, aber es ist die falsche Seite, die es eingenommen hat. Aber, naja. Überbewertet, ne? Ja. Ist ja unwichtig, welche Seite das eingenommen hat. Mal hier. War da ein Gegner? Da hinten war einer. Hinlegen. Lustig ist, die meisten Gegner übersehen immer einen, wenn man sich hinlegt. Nein! Huh! Nein, komm! Scheiße! Na. Was war das denn? Irgendwas. Es war irgendeine Aktion, die ich vorgenommen habe, aber die total nach hinten gegangen ist. Okay. Nächster Angriff. Kann doch nicht so schwer sein. Doch wird es. Es wird so schwer.
Nimmt dort garantiert den Fluss ab. So. Wundervolle Grafik. Gegner. Wo bist du? Scheiß drauf, ballern! Wenn man nicht weiß, wo er ist, einfach drauf losballern. Irgendeinen Schuss wird eventuell mal treffen. Und liegt auf eventuell irgendwann. Ihr weißt du was? Ich gebe 2 auf, wir fahren zu 1. Komm, steig ein, Kumpel. So, dann kann ich noch ein paar mehr Punkte abstauben. Und ah, mit der Karre ist eventuell hier und da mal etwas schwerer. Und der Kampf ist vorbei. Okay. Sehr kurz. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge.